Hochmotivierte Fußballerinnen und Fußballer von der G bis zur A-Jugend werden am 15. Juni bei Leipzigs größtem Nachwuchsturnier über die Plätze im Bruno-Placher-Stadion wirbeln. Dort ermitteln die jungen Kicker beim 13. Leipziger Cup ihre Stadtpokalsieger. Der Fußballverband der Stadt Leipzig loste am 13. Mai beim Titelsponsor Leipziger Gruppe die Halbfinalbegegnungen dieses quirligen Spektakels aus. Erstmalig wird darüber hinaus auch ein Turnier des Jugendparlamentes Leipzig ausgetragen. Es richtet sich an Spielerinnen und Spieler im Alter von 16 bis 17 Jahren. Den Siegern winken dabei Tickets für den EM-Hammer Niederlande gegen Frankreich. Wie man sich anmelden kann, erklären die JUPA-Vertreter Tim Koschinski und Christian Steingrüber. Also es ist tatsächlich nicht primär für Mannschaften im Spielbetrieb gedacht, sondern tatsächlich für HobbyspielerInnen. Man kann sich einzeln anmelden, also wenn man als Einzelperson sagt, ey, ich würde da gerne mitmachen, oder auch wenn man mit seiner Freundesgruppe, da gibt es faktisch keinen Ausschluss, außer dass wir gesagt haben, okay, pro Mannschaft 8 SpielerInnen und dabei spielen 5 FeldspielerInnen und 1 TorhüterIn. Und wir haben gesagt, okay, pro Mannschaft 2 weibliche Personen, die spielen. Deswegen, das sollte man nur in der Anmeldung berücksichtigen. Das heißt, wenn sich jetzt 8 männliche Personen in einem Team anmelden, geht das nicht. Aber wenn sich zum Beispiel 3, 4 in einer Gruppe anmelden, dann kommt man in das Losverfahren rein. Und dieses Anmeldeverfahren wird jetzt noch bis zum 2.6. laufen. Dafür gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Dort kann man sich einfach anmelden und dann bekommt man den Bescheid, ob man teilnimmt. Das Jugendparlament selbst wird am Turniertag mit einem Infostand vertreten sein. Zudem haben sie Tischkicker sowie eine Graffiti und eine Torwand im Gepäck.